Hallo zusammen aus Bangkok und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Discover Thailand. Ich habe Breaking News für euch aus der thailändischen Hauptstadt, denn es wurde soeben verkündet, dass das Test-and-Go-Programm, also die quarantänefreie Einreise nach Thailand für Geimpfte ab dem 1. Februar wieder möglich sein soll. Das Ganze ist noch nicht zu 100% offiziell. Das ist es immer erst mit der Veröffentlichung in der Royal Gazette. Das heißt, es kann theoretisch noch zu kleineren Veränderungen kommen. Ich nenne euch jetzt aber die Details, die heute von einer Regierungssprecherin in einem CCSA-Pressebriefing genannt wurden. Und zwar sind diese wie folgt. Einmal, man muss natürlich vollständig geimpft sein. Als zweites benötigt man nach wie vor einen negativen PCR-Test vor Abreise und eine Auslandskrankenversicherung, welche jegliche Covid-19-Behandlung hier in Thailand abdeckt. Das ist alles wie gehabt. Jetzt kommen aber die interessanten Neuerungen. Und zwar benötigt man 2 PCR-Tests in Thailand. Früher war es nur ein Test, inzwischen sind es 2. Die müssen auch schon im Voraus vollständig bezahlt sein und finden statt am Tag 1 und am Tag 5. Das heißt, diese 2 Tage muss man in einem speziellen Hotel verbringen. Es muss nicht zwingend das gleiche Hotel sein. Wichtig ist es quasi nur, dass die einen Partner Krankenhaus haben, welchen den PCR-Test eben durchführen können. Und dann gibt es noch eine weitere Änderung, die für die meisten Zuschauer jedoch weniger relevant ist. Aber inzwischen ist das Test-and-Go-Programm für alle Länder der Welt offen. Davor gab es noch eine Einteilung in Risikoländer und Nicht-Risikoländer. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel aus Südafrika gekommen ist, durfte man nicht am Test-and-Go-Programm teilnehmen. Das fällt jetzt aber weg. Es ist wirklich aus jedem Land der Welt möglich. Aber für Zuschauer aus Europa spielt es jetzt eine kleinere Rolle, denn die durften davor auch schon am Test-and-Go-Programm teilnehmen. Was auch noch ganz interessant ist, das ist die Begründung für die Entscheidung. Denn man hat zwar gesagt, die Fälle hier sind zwar hoch, also die Omikron-Fälle, aber die Todesfälle sind im Vergleich zur Delta-Variante deutlich geringer. Ich glaube, man kann die Omikron-Fälle sogar in einer Hand abzählen. Vor ein paar Tagen waren es, glaube ich, erst 2. Vielleicht sind jetzt ein paar dazugekommen, aber sie sind deutlich niedriger als davor. Aber wie gesagt, es ist noch nicht zu 100% offiziell. Da könnte sich in den nächsten Tagen noch ein bisschen was tun. Das gab es in der Vergangenheit schon mal, aber allzu groß sollten die Änderungen nicht sein. Ich würde aber trotzdem noch ein bisschen abwarten, denn aus der Erfahrung raus war es an den ersten Tagen immer ein bisschen hektisch und stressig, falls es dann doch noch Änderungen gab. Alle wussten nicht genau, wie läuft das Ganze jetzt ab. Von daher würde ich lieber noch nicht zum 1. Februar fliegen. Ich würde noch ein bisschen abwarten, vielleicht in der 2. oder 3. Februarwoche dann nach Thailand fliegen. Und wenn du weitere Videos aus Thailand sehen willst und vor allem auch News-Updates nicht verpassen willst, dann abonniere doch bitte den Kanal. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!